Sehen Sie, wertgeschätzter Herr, das ist alles, was ich über diesen Gegenstand zu sagen weiß. Ich kann mich von Irrtum blenden lassen, aber gewiss ist es nicht möglich, unparteiischer darüber zu urteilen als ich, der ich selbst durch die Nachdrucker gelitten habe und ihren Unfug von Herzen verabscheue. Sehr wünschte ich, dass es möglich wäre, dem Unwesen in Deutschland zu steuern. Aber teils wird dies schwerlich je mit Einstimmung aller Regierungen geschehen. Teils müsste dann dagegen auch durch Verordnungen dem übermäßigen Wucher der Buchhändler gesteuert, ihnen eine gewisse Taxe vorgeschrieben werden. Und wie ist das möglich? Und wäre denn auch am Ende allen Nachdruckern in Deutschland das Handwerk gelegt, wer kann hindern, dass auf den Grenzen neue Fabriken von der Art errichtet werden? Ich begrüße Sie mit diesem Zitat herzlich im Bibliothekssaal der Universität Duisburg-Essen zum Workshop nach dem geistigen Eigentum, digitale Literatur, die Literaturwissenschaft und das Immaterialgüterrecht. Adolf Freiherr Knigge schreibt hier über sehr spezifische Regeln des Anstands und offenbart, dass er sich zwar über den Nachdruck seiner Bücher enorm ärgere, dass er jedoch nicht sehe, wie dieser Nachdruck jemals delegitimiert und verhindert werden könne. Dieses Zitat zum Einstieg mag uns vielerlei zeigen. Erstens, dass es äußerst sinnvoll sein kann, die eigene Rede mit einer fremden Rede zu bereichern. Zweitens, dass das Problem der Legitimation des geistigen Eigentums keinesfalls neu ist. Immerhin formulierte Knigge seine Schrift über den Büchernachdruck im Jahre 1792, also vor über 220 Jahren. Somit belegt es drittens die Historizität sowie die schon früh kontroversen Positionen zum Nachdruck und zum geistigen Eigentum, was viertens eine der Legitimationen für die Literaturwissenschaft ist, sich aus ihrem spezifischen historischen, theoretischen sowie methodologischen Wissen über Literarizität, Autorschaft und das literarische System an dieser Debatte zu beteiligen. Bevor ich jedoch auf die literaturwissenschaftliche Perspektive auf Fragen des geistigen Eigentums näher eingehen werde, möchte ich kurz grundsätzlicher werden. Im 17. und 18. Jahrhundert war die Frage, warum nicht überhaupt allen alles gehört und wie individueller Besitz und Eigentum eigentlich zu legitimieren wären, eine zentrale Frage in der europäischen Philosophie. John Locke stellte diese Frage 1690 in seinem Second Treatise on Government etwas anders, indem er konstatierte, es sei, Zitat, "difficult to make out property upon a supposition that God gave the world to Adam and his posterity in common." Zitat Ende. Locke entwickelte eine spezifische Labor Theory of Property, um dann im 18. und 19. Jahrhundert mit Karl Marx, Pierre Proudhon und anderen erbitterte Gegner zu erhalten. Bei Proudhon hieß es 1840 einfach "La propriété, c'est le vol." Eigentum ist Diebstahl. Im Begriff des Eigentums, so möchte ich uns bewusst machen, zeigen sich das Selbstverständnis, die Vorstellungen von Individualität und letztlich die Machtstrukturen einer jeweiligen Gesellschaft. Ich sage das in einer Zeit, die, mit Josef Vogel gesprochen, die Eukodisee, also die ökonomische Rechtfertigung der Marktvernunft, zunehmend in Frage stellt und in der nicht nur, zumindest temporär, Banken verstaatlicht werden, sondern es zumindest vorstellbar erscheint, dass in Europa ganze Staaten für besitzlos erklärt werden. Wir werden heute allerdings über einen spezifischeren Bereich sprechen, den Bereich des geistigen Eigentums. Man sollte sich gerade in der heutigen Debatte vor Augen führen, dass es nach der Durchsetzung der Buchdruckerpresse mit beweglichen Lettern mehr als 300 Jahre gedauert hat, bis ein fundiertes rechtliches System auf diese mediale Entwicklung geantwortet hat. Ende des 18. Jahrhunderts antwortete die Konzeption des geistigen Eigentums auf das, was Reinhard Wittmann in seiner Geschichte des deutschen Buchhandels als, Zitat, Nachdruckzeitalter bezeichnet. Zwar gab es sehr unterschiedliche Formen der Nachdrucksanktionierung, deren Wirksamkeit war allerdings problematisch. Die Etablierung des geistigen Eigentums war zum damaligen Zeitpunkt, und das wird in heutigen Debatten leider häufig übergangen, ein enormer emanzipatorischer Akt.
Er ist verschwistert mit der Konstruktion eines bürgerlichen Subjekts, einer vernunftbegabten Individualität, der Alphabetisierung einer in großen Teilen analphabetischen Gesellschaft sowie einem entstehenden Buchmarkt, der genau diese Größen garantieren soll, die heute das Fundament einer demokratisch verfassten Gesellschaft bilden. Johann Gottlieb Fichte hat in diesem Sinne 1793 eine der originellsten Begründungen des geistigen Eigentums vorgelegt, in der die Vorstellung, dass sich jeder Produzent und Rezipient eines Textes, Zitat, seinen eigenen Ideengang, seine besondere Art, sich Begriffe zu machen, Zitat Ende, habe, dass also diese Idee eine zentrale Rolle spielt, aus der sich letztlich das geistige Eigentum und mit ihm die spezifischen Verwertungsrechte von Autoren und Verlagen an kulturellen Schöpfungen ableiten ließen. Diese Konstruktion ist kein Spiel, sondern großer Ernst. In einer Parabel, in diesem Text von Fichte, wird jene Figur, die für die Nachdrucker einsteht, am Ende auf fürstlichen Befehl hin aufgehängt. Da erscheint die Drohung mit Abmahngebühren noch als humaner Akt. Nach Fichte besitze ich nun zwar die geistigen Eigentumsrechte an diesem Vortrag, der auf einer geschriebenen Vorlage und meinem eigenen Ideengang beruht, allerdings hoffe ich, dass Sie mich zitieren und ich später diesen Vortrag als Videodatei, Audiodatei, als transkribierten Text im Sinne des Open Access zur weiteren Nutzung frei verfügbar machen kann. Und auch jetzt fände ich es gut, wenn ich heftigst zitiert würde oder zumindest kritische Anmerkungen kämen. Auf unserer Twitter-Wall. In diesem Sinne entspräche ich eher einem Postulat, einer Beschreibung des Freiherrn Knigge. Denn in der Geschichte des geistigen Eigentums gab es immer auch einen Gegendiskurs. Drucken, so schreibt Knigge 1792, ist nichts mehr als öffentlich nacherzählen. Öffentlich nacherzählen darf ich alles, was öffentlich gesagt worden ist. Dies müssen sich alle Volksredner auf Kanzeln und in Gerichtshöfen, in Bibliothekssälen gefallen lassen. Die Gedanken eines Menschen können nur so lange sein Eigentum sein, als er sie entweder gar nicht oder unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitteilt. Zitat Ende. Zwischen den Polen von Legitimation und Delegitimation des geistigen Eigentums an literarischen Texten in den vergangenen 200 Jahren gab es die verschiedensten Positionierungen. Im literaturwissenschaftlichen Diskurs hat sich jedoch der Begriff des geistigen Eigentums und die mit ihm verbundenen Vorstellungen einer autonomen Autorschaft, einer schöpferischen Individualität sowie eines hochwertigen und in Büchern gespeicherten kulturell-ästhetischen Wissens durchgesetzt. Die Vorstellung eines juridisch und ökonomisch abgesicherten Buchmarktes, der individuelle, verlegerische und buchhändlerische Erlösmodelle garantiert, die sich aus den geistigen Eigentumsrechten eines Autors an seinen Texten speisen, ist direkt an das Selbstbewusstsein weiter Bereiche der literaturwissenschaftlichen Forschung geheftet. Heinrich Bosse, der, soweit ich weiß, gerade in diesem Gebäude ein Blog-Seminar abhält, hat in seiner wichtigen Studie Autorherrschaft ist Werkherrschaft 1981 die Entstehung des Urheberrechts aus dem Geist der Goethezeit sehr differenziert beschrieben. Nun hat die Literaturwissenschaft in den letzten Dekaden jedoch gerade literatur- und medientheoretische Modelle stark gemacht, die die eben genannten Kernpunkte literaturwissenschaftlicher Ordnung sehr stark problematisieren. In der Vergangenheit wurden innerhalb der literarischen Trias Autor, Text und Leser, vor allen Dingen der Autor und sein Text wichtig genommen. Sie alle kennen vermutlich mindestens aus dem Schulunterricht die Frage, was will uns der Autor mit diesem Text denn sagen? Im Gegensatz dazu entstehen seit den 1960er Jahren Modelle wie Foucaults Diskursanalyse, Theorien der Intertextualität oder die Rezeptionsästhetik, um nur einzelne zu nennen. Die Imagination einer subjektiv-schöpferischen Autorschaft wird hier fundamental in Frage gestellt. Vielmehr werden literarische Texte innerhalb eines Gewebes von Texten oder von Textfragmenten beziehungsweise in ihrer Produktion durch den Leser im Lektüreprozess betrachtet. Jeder Text, konstatiert beispielsweise Julia Kristeva, baut sich als Mosaik von Zitaten auf. Jeder Text ist Absorption und Transformation eines anderen Textes. Zitat Ende.
Und Michel Foucault stellt sich eine Kultur vor, Zitat, in der Diskurse verbreitet oder rezipiert würden, ohne dass die Funktion Autor jemals erschiene. Ganz gleich, welchen Status, welche Form und welchen Wert ein Diskurs hätte und welche Behandlung man ihm angedeihen ließe, alle würden sich in der Namenlosigkeit des Gemurmels entrollen. Zitat Ende. Und er schließt seine Rede mit der Beckettschen Formulierung What matter who's speaking? Diese Spannung innerhalb der fachlichen Auseinandersetzung, die sich beispielsweise in der Debatte um Dekonstruktion versus Rückkehr der Autorschaft niedergeschlagen hat, lebt vor anderen Vorzeichen in der notwendigen Positionierung der Literaturwissenschaft zu Literatur in digitalen Medien wieder auf. Besonders prominent wird sie geführt, seit der Heidelberger Literaturwissenschaftler Roland Reuss am 22. März 2009 den sogenannten Heidelberger Appell für Publikationsfreiheit und die Wahrung der Urheberrechte veröffentlicht hat, der mehrere tausend Unterstützer fand, die zu großen Teilen auch aus der Literaturwissenschaft kommen. Ebenso pathetisch wie staatstragend heißt es am Ende des Appells: Die Unterzeichner appellieren nachdrücklich an die Bundesregierung und die Regierungen der Länder, das bestehende Urheberrecht, die Publikationsfreiheit und die Freiheit von Forschung und Lehre entschlossen und mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verteidigen. Die Politik steht in der Pflicht, den individualrechtlichen Ansprüchen, die sich an die Herstellung von künstlerischen und wissenschaftlichen Werken knüpfen, auf nationaler wie internationaler Ebene Geltung zu verschaffen. Die Freiheit von Literatur, Kunst und Wissenschaft ist ein zentrales Verfassungsgut. Verlieren wir sie, verlieren wir unsere Zukunft. Zitat Ende. Wir werden uns heute mit der Frage beschäftigen, inwiefern eine solche Bewahrung des Status quo womöglich doch problematisch ist. Damit sehen wir uns in einer immer stärker werdenden, wenngleich noch immer minoritären Strömung der Literaturwissenschaft im deutschsprachigen Raum, die sich interessiert, mit neuen Formen einer digitalen Literatur oder einer Netzliteratur, der Vermittlung von Literatur in digitalen Medien oder den Methoden und Fragestellungen der Digital Humanities beschäftigt. Dazu zählen, ich rufe das hier mal kurz auf, verschiedene Kolleginnen und Kollegen, die ich hier nun in einer exemplarischen Liste kurz projiziere, neben dem Interesse an den Transformationsprozessen, die Literatur in digitalen Medien durchläuft, eint diese Liste, die hier vertreten, noch eine andere Eigenschaft. Sie haben, aus welchen Gründen auch immer, den Heidelberger Appell nicht unterzeichnet. Ich habe hier mal den Ngram-Viewer aufgerufen, man kann vermutlich diese Linienführung sehen. Da wird abgebildet in Google Books, wie häufig man von 1850 bis mehr oder weniger heute die Begriffe Immaterialgüterrecht und geistiges Eigentum findet. Eine interessante Kurve, wie ich finde. Die Frage nach dem rechtlichen Status von Literatur in digitalen Medien und ob man sich zu ihrer Beantwortung auf Konzeption des geistigen Eigentums bezieht oder sie eher als eine des Immaterialgüterrechts begreift, ist somit ebenso akut wie kontrovers. Dass wir uns, wir haben es eben von ein paar schon gehört, in der Essener Germanistik mit dieser Frage beschäftigen, ist kein Zufall. Einerseits tragen wir als Reformuniversität der 1970er Jahre weniger traditionelle Perspektiven mit uns herum als andere Universitäten. Das von einer langhaarigen Band formulierte Motto, quote, open mind for a different view, ja, end of quote, tragen wir sogar in deutscher Übersetzung in unserem Uni-Logo. Andererseits haben wir mit dem Masterstudiengang Literatur und Medienpraxis hier einen herausragenden Ort, in dem schon seit einigen Dekaden, zu Beginn initiiert von Jürgen Manthey, die mediale Vermittlung von Literatur und die Bedingungen des Literaturbetriebs wissenschaftlich untersucht und entsprechend gelehrt werden. Gerade auch von Vertreterinnen und Vertretern der Medienpraxis. Zudem bin ich sehr glücklich, dass mir Rolf Paar, der den Studiengang seit 2010 leitet, von Anfang an die Möglichkeit gegeben hat, die von den Studierenden immer stärker nachgefragten digitalen Medien innerhalb der Lehrveranstaltung zur Medientheorie und zum Literaturbetrieb zu thematisieren. Aus dieser Arbeit sind inzwischen bereits einige Masterarbeiten entstanden und die Studierenden des Studiengangs, die da hinten sitzen, können sich daran orientieren und mal ein bisschen was da rausziehen. Also, wir haben einige Masterarbeiten zu diesen Themen, die vielleicht zugleich abbilden, an welchen Stellen digitale Medien und die Vermittlung von Literatur bereits enge Verbindungen eingegangen sind.
Wir haben zum Beispiel Masterarbeiten über das literarische Bloggen von Alban Nikolai Herbst, über digitale Feuilletons wie Zeit.de, über die Online-Literaturkritik in digitalisierten Printmedien wie FAZ.net, in sozialen Medien wie Facebook oder in verschiedenen Blogs. Wir haben Masterarbeiten über die Online-Verlagswerbung von Verlagen wie Rowohlt oder Dumont oder auch vergleichend Carlsen und DTV Junior und wie die sich in sozialen Medien wie Facebook und Twitter darstellen, sowie andererseits auf klassischen Homepages. Und wir haben auch Masterarbeiten, die dann Theorie-Praxis-Arbeiten waren, die daran geknüpft waren, dass auch Homepages für kleinere Verlage erstellt wurden. Verschiedene weitere Themenfelder, die in unserem Workshop eine Rolle spielen werden, wie die mediale Form des E-Books, das Social Reading oder Geschäftsmodelle wie das Crowdfunding, spielen auch in der Lehre oder in studentischen Projekten eine Rolle. So haben LUM-Studentinnen es geschafft, für ihren Film Shanso auf der Plattform Start Next über 16.000 Euro einzuwerben. Aus der literaturwissenschaftlichen Arbeit an diesen Phänomenen heraus lassen sich jedoch einige kategoriale Schwierigkeiten und Notwendigkeiten auflisten, die wir bei unseren heutigen Gesprächen beachten sollten. Es lässt sich insbesondere in einem interdisziplinären Raum wie diesem nur sinnvoll sprechen, wenn wir Verständigung über die grundlegenden Begriffe erzielen. Dazu zählen verschiedene Fragen, nämlich die mediale Frage. An welcher medialen Schwelle beginnt die digitale Literatur? Wovon lässt sie sich abgrenzen? Und was sind ihre konstitutiven Eigenschaften? Wie stark sind diese Eigenschaften in ihrer Wirkung zu gewichten? Die textuelle Frage. Welche Gattungen, Genres, Sorten digitaler Texturen lassen sich unterscheiden? Inwiefern bestehen noch klare Grenzen eines Werks oder werden diese aufgelöst? Lässt sich eine Tendenz zur Versionierung von Veröffentlichungen erkennen oder nicht? Welche intermedialen Formate der digitalen Veröffentlichung stehen zur Verfügung und werden wie genutzt? Die Autorschaftsfrage. Wodurch ist ein Autor in digitalen Medien bestimmt? Welche inhaltlichen Formen der Autorschaft lassen sich unterscheiden? Literarisch, journalistisch, wissenschaftlich? Und wodurch zeichnen sich diese verschiedenen Formen von Autorschaft aus? Welche Statusformen der Autorschaft lassen sich unterscheiden? Professionelle Autoren versus Laien oder Amateure? Und wodurch zeichnen sich wiederum diese Formen aus? Die Leser- bzw. Rezeptionsfrage. Inwiefern ändern sich Lektüreprozesse in digitalen Medien? Haben die Formen der digitalen Textrezeption einen Einfluss auf die Gestaltung digitaler Texte? Inwiefern werden die Leser zu Mitschreibern, beziehungsweise welchen Status hat der User-Generated Content? Die literaturbetriebliche Frage. Welche Instanzen und Institutionen werden in welcher Form durch den digitalen Wandel modifiziert, notwendig oder überflüssig? Da hinten stehen noch ein paar Stühle. Welchen Einfluss hat dieser Wandel auf die produzierte Literatur und das gesellschaftliche Bild von Literatur? Und schließlich unsere heutige juridische und ökonomische Kernfrage, welche juridischen und ökonomischen Diskurse regeln und beeinflussen diese Prozesse? Von welchen Grundannahmen gehen diese Diskurse aus und lässt sich heute eine Differenz zwischen diesen Grundannahmen einerseits und der digitalen Literaturpraxis andererseits beschreiben? Nun arbeitet die Literaturwissenschaft auf vielfältige Weise an der Beantwortung dieser zahlreichen Fragen, hat damit jedoch teilweise gerade erst begonnen und ist noch zu keinen klaren Antworten gekommen, zumindest für diese Breite der Fragen, zumal sich die Untersuchungsgegenstände schnell und teilweise radikal wandeln. Eines steht jedenfalls fest, und das ist sozusagen die Grundannahme dieses Workshops hier: Die Literaturwissenschaft kann ihre Kernkompetenzen, die differenzierte Analyse von Texten, Textproduktions-, Distributions- und Rezeptionsprozessen in einer historischen und theoretischen Grundierung auf diesen Feldern nur fruchtbar machen, wenn sie sich den Methoden und dem Wissen anderer Disziplinen sowie digitalen Medienpraktikern gegenüber öffnet. Genau darauf zielt unser Workshop heute primär ab, weshalb hiermit und eigentlich an dieser Stelle der literaturwissenschaftliche Boden, auf dem wir uns bewegen, abgesteckt sei und ab jetzt die Nicht-Literaturwissenschaftler, vielleicht mit Ausnahme von Frau Graf, das Wort haben. Noch einmal expressis verbis, ab jetzt geht es nicht mehr um das Kerngeschäft der Literaturwissenschaft, also die Textanalyse, sondern um die Befruchtung literaturwissenschaftlicher Diskurse durch vor allen Dingen Nicht-Literaturwissenschaftler.
Dazu haben wir Sprecherinnen und Sprecher hier, die einerseits fachlich breit gestreut sind. Also wir haben beispielsweise Wissenschaftler aus den Disziplinen Jura, beziehungsweise Rechtswissenschaften und Linguistik, und wir haben Vertreter einer digitalen Medienpraxis. Wir haben darin wiederum eine berufliche Streuung, Vertreter von Bibliotheken, von Wissenschaft, von Verlagen, von Journalismus, und wir haben auch natürlich eine geografische Streuung aus verschiedenen Ecken Deutschlands wiederum, und wir haben unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sogar auch Gäste aus Russland und England, was mich enorm freut. Wir haben das Ganze in eine bestimmte Struktur gepackt. Wir werden im ersten Teil dieses Workshops uns mit der praktischen Seite vor allen Dingen beschäftigen. Das heißt, wir werden uns mit praktischen Potenzialen und rechtlichen Problemen des digitalen Publizierens in den Beiträgen von Herrn von Gehlen und Herrn Böttger beschäftigen und danach stärker fokussieren auf interdisziplinäre Lösungsansätze zu rechtlichen Problemen des digitalen Publizierens. Da werden wir den Vortrag von Frau Della Durantay haben und die abschließende Podiumsdiskussion. Ich bin enorm glücklich, dass wir diese Veranstaltung organisieren könnten. Sie ist gefördert worden vom Rektorat der Universität Duisburg-Essen. Insbesondere bin ich auch unterstützt worden vom Science Support Center. Ich möchte explizit Frau Silke Müller danken. Und gefördert wird diese Veranstaltung hier von der Global Young Faculty, dem dritten Jahrgang der AG Potenziale digitaler Medien in der Wissenschaft. Ein Projekt von Merkur, der Stiftung Mercator und der Universitätsallianz Metropole Ruhr. Wir haben, weil wir uns hier, ich glaube, das ist sozusagen die Grundidee, wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt, man kann das nicht alleine machen. Wir haben Kooperations- und Medienpartner uns gesucht für diese Veranstaltung, mit denen wir auch weiterhin zusammenarbeiten wollen. Zunächst natürlich, das ist unser Dach, der Masterstudiengang Literatur und Medienpraxis. Und man sollte an der Stelle auch kurz nochmal erwähnt haben, denn das können Sie hier auch erwerben, dass Rolf Paar auch ein in diesem Kontext sehr wichtiges Buch zur Autorschaft vorgelegt hat, nämlich eine kurze Sozialgeschichte der literarischen Intelligenz in Deutschland. Da vorne haben wir einen kleinen Büchertisch mit verschiedenen Büchern. Wir kooperieren, und die sitzen hoffentlich alle gerade in Göttingen und melden sich womöglich auch, ich kann das gerade nicht bewerten und sehen, weil die Twitter-Wall hier neben mir steht. In Göttingen haben wir das DFG-Graduiertenkolleg 1787 mit dem Titel Literatur und Literaturvermittlung in digitalen Medien, und deren Sprecherinnen Simone Winko und Claudia Stockinger haben sofort gesagt, dass sie da gerne auch kooperieren würden, weil wir uns da inhaltlich gegenseitig befruchten können. Wir kooperieren dann im Bereich der Medien mit iRightsInfo, Urheberrecht und kreatives Schaffen in der digitalen Welt. Matthias Spielkamp ist ja auch hier, wird womöglich gleich auch in der Diskussion dazu noch einiges sagen. Dort wird auch die Veranstaltung gestreamt, und die Veranstaltung wird auch gestreamt, und das freut mich enorm, auf unserem Weblog Digitur, Literatur in der digitalen Welt. Eine LUM-Webredaktion hat sich vor einigen Monaten gegründet, und man kann das ja, weil Sie das selber so nicht sagen würden, mal sagen, das ist jetzt schon aktuell das produktivste und meistbesuchte Weblog, das auf den Seiten der Universität gehostet wird, weil dort einfach von der autonomen Webredaktion tolle Arbeit geleistet wird. Dafür auch nochmal expliziten Dank. Womit ich beim letzten Punkt angekommen bin, nämlich bei unseren Spielregeln. Wir haben hier einen Workshop, keine Konferenz. Es geht nicht darum, dass fertige Ergebnisse präsentiert werden, sondern wir wollen aus verschiedenen Disziplinen, von verschiedenen Praxiserfahrungen ins Gespräch kommen und vielleicht auch erstmal zu fassen versuchen, welche Schwierigkeiten es gibt, welche Probleme es gibt. Das heißt, wir brauchen dafür Regeln. Interdisziplinarität ist das Entscheidende. Wir müssen zwischen den Disziplinen, zwischen den Jobs, die wir auch haben, übersetzen. Wir müssen klären, was die jeweiligen Begriffe in dem Kontext heißen, in dem wir uns bewegen. Wir müssen natürlich auch Elemente der Selbstreflexion einbauen. Niemand hier im Raum ist ein Mastermind und kann alle Fragen beantworten, sondern es geht ganz entscheidend darum zu markieren, aus meiner Perspektive, in meiner Richtung haben wir gerade dieses Problem, wir verstehen den Begriff XY so und so, damit man dann auch wirklich in einen fruchtbaren Dialog eintreten kann. Das ist nicht immer leicht. Wenn ich sage, Selbstreflexion ist entscheidend, wir müssen natürlich allesamt, die wir in irgendeiner Form publizieren, darüber nachdenken, was das, was wir hier besprechen, mit unserer eigenen Arbeit zu tun hat. So viel Schleichwerbung muss sein. Bald erscheint ein Text von mir, eine Monographie, Literatur und Subversion heißt die, und da habe ich mit einem Verlag den Deal gemacht, das wird ein Jahr lang normal verkauft
Und nach einem Jahr steht es im Sinne von Open Access frei downloadbar zur Verfügung. Das ist in gewisser Weise parallel zu sehen, auch zu dem, was unter bestimmten Voraussetzungen im Sinne des Zweitverwertungsrechts Wissenschaftlern ermöglicht wird, wobei sich das auf solche Formen der Veröffentlichung nicht anwenden ließe. Das heißt also, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, wie will ich diesen Text eigentlich veröffentlichen, und ich glaube, wir haben in unterschiedlichen Feldern alle ähnliche Praxisprobleme und kommen hier sicherlich auch mit vielen Fragen. Dazu zählt zum Beispiel auch, was passiert eigentlich mit den Ergebnissen dieses Workshops und mit den Vorträgen, unter welchen womöglich Lizenzen stellen wir die wie zur Verfügung? Alles Fragen, die wir klären müssen. Expertentum versus Partizipation. Wir haben hier Experten und Expertinnen im Raum, das ist ganz wunderbar. Es ist aber eine Veranstaltung, die auch für Studierende vor allen Dingen ist. Schalten Sie sich ein, melden Sie sich auch, wenn Sie draußen sitzen, den Livestream verfolgen, über irgendwelche Tweets, die Sie uns reinreichen, Fragen, Kritik, Anregungen, Bewertungen. Das soll ein möglichst offener Raum sein. Wir haben dann eben genau unser Hashtag NDGE, das wird vermutlich, hoffe ich sehr, schon laufen. Okay. Sieht ganz gut aus. Sie strahlen ein bisschen und gucken nicht bedröppelt, also es scheint zu laufen. Ist auch für uns ein Experiment. Ich glaube nicht, dass es das in der Germanistik hier bislang so gegeben hat. Schauen wir mal, wie sich das anlässt. Und um abzuschließen, wenn ich Sie auffordere, zu tweeten, Twitter zu benutzen und entsprechend was zu machen, dann fordere ich Sie auf, kostenlosen Content für ein börsennotiertes Unternehmen zu produzieren. Das ist im Sinne digitaler Geschäftsmodelle der Autorschaft eine hochproblematische Aufforderung. Auch darüber sollten wir sprechen und nachdenken. Ich danke Ihnen bis hierhin für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe dem Ganzen einen literaturwissenschaftlichen Rahmen gegeben erstmal, und ich freue mich jetzt ganz enorm auf den Start unseres Workshops.